Eine Ehe wird optimalerweise zwischen zwei Menschen geschlossen, die zusammenpassen. Zusammenpassen bedeutet im Hinblick auf den Charakter, im Hinblick auf das Aussehen, das man einander gefällt und durchaus auch im Hinblick auf die Religion. Es ist normal, wenn man den Wunsch hat, in dieser Hinsicht auch zusammenzupassen und dass man deswegen einen Partner findet, der dieselbe Religion trägt. Der vielleicht auch das gleiche religiöse Verständnis hat. Das findet man auch unter Muslimen. Bei muslimischen Frauen ist das nochmal etwas gravierender, etwas härter, denn da ist es tatsächlich nicht erlaubt, dass sie einen Mann mit einer anderen Religion heiraten. Aber das findet man auch bei muslimischen Männern. Auch diese haben in der Regel einen Wunsch, eine Ehe zu schließen mit einer Frau, die eine Muslima ist. Nun ist es in der heutigen Zeit so, dass es leichter denn je ist, Menschen kennenzulernen. Man trifft überall Menschen, man kommt mit ihnen zusammen, bei der Arbeit, während des Studiums, überall. Und da kann es dann auch passieren, dass man einander gefällt, dass sich Gefühle entwickeln und das ist auch normal. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie beispielsweise ein muslimischer Mann irgendwo während des Studiums eine Frau kennengelernt hat, die ihm gefällt, dann merkt er ja irgendwann, okay, es geht jetzt nicht weiter. Wenn wir noch weitergehen wollten, dann müssten wir eine Ehe schließen. Und dann bekomme ich die Frage, wie soll ich das machen? Soll ich erst warten, bis sie konvertiert? Soll sie erst den Islam annehmen oder sollen wir vorher schon einmal heiraten? Und dasselbe auch umgekehrt. Bei Schwestern, bei muslimischen Frauen, da ist das Ganze ja noch ein bisschen anders. Da kann es aber auch durchaus passieren, dass sie in ihrem Alltag einen Mann kennenlernen und auch da irgendwann merken, es geht nicht mehr weiter. Und wie geht es weiter? Nun, dafür müsste man eine Ehe schließen. Wie kann man jetzt diese Ehe schließen? Dafür müsste der Mann erst den Islam annehmen. Gut, wie nimmt er jetzt den Islam an? Nun, das geht, indem man zwei Sätze sagt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand zu Recht angebetet wird außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Stopp! Die Eheschließung, das ist die eine Sache. Den Islam annehmen, das ist die andere. Und das eine hat mit dem anderen erst einmal nichts zu tun. Den Islam annehmen, das bedeutet, dass man von tiefstem Herzen davon überzeugt ist, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Einen Gott, der dieses Universum erschaffen hat. Er hat uns Menschen erschaffen und er hat das Recht, dass wir ihn anbeten und ihm dienen. Und dieser Gott hat Propheten geschickt zu den Menschen. Und der letzte davon, das ist der Prophet Muhammad. Und wer ihm folgt, der hat die Hoffnung, im Jenseits ins Paradies einzutreten. Das bedeutet es, den Islam anzunehmen. Den Islam annehmen, das ist keine Formalität, um eine Eheschließung zu ermöglichen oder vielleicht damit die Familie zufrieden ist. Und die Ehe wird dann geschlossen mit demjenigen, der diese Überzeugung trägt. Und nicht umgekehrt, dass man die Hoffnung hat, jemand freundet sich mit dieser Überzeugung an, allein aus dem Grund, weil man mit ihm die Ehe schließen möchte. Wenn man das nicht so handhabt, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Im Zusammenleben und allerspätestens, wenn die Kinder da sind. Und diese Probleme, die werden nicht gelöst durch eine Formalität, weil irgendwo auf einem Stück Papier steht, er hat mal vor 10, 12 Jahren den Islam angenommen. Das rettet einen kein bisschen. Ganz allgemein gebe ich immer den Rat, heirate nicht sofort jemanden, der gestern mit dem Islam noch nichts zu tun hat und heute den Islam annimmt. Lass ihn den Islam annehmen, das ist alles schön und gut. Aber dann lass ihn erstmal seinen Weg finden in dieser Religion. Beobachte das. Für 6 Monate zum Beispiel. Und wenn er wirklich diese Überzeugung im Herzen trägt, dann wird man es sehen. Er wird sich weiterentwickeln. Er wird schauen, was sind die ersten Schritte. Er wird das Gebet lernen. Er wird anfangen zu beten. Und allgemein wird man sehen, ob er tatsächlich diese Überzeugung im Herzen trägt. Und genauso umgekehrt. Wenn das vielleicht nur eine Idee sein sollte, um eine Ehe zu ermöglichen, damit es weitergeht, dann wird man auch das sehen. Man wird schon nach 6 Monaten feststellen können, ob jemand Schritte nach vorne gemacht hat oder nicht. Und dann ist es besser zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Da steckt keine Überzeugung drin. Die Ehe sollte dann geschlossen werden mit jemandem, der diese Überzeugung trägt. Und das wird man dann sehen. Allgemein geht es im Leben nicht als oberstes Ziel darum, diese eine Person klar zu machen, die man sich gerade in den Kopf gesetzt hat. Und der Islam ist dann irgendwie so eine Nebensache, die einem im besten Fall das Leben nicht schwer machen soll.
Es geht darum, dass man eine Familie gründet und mit dieser Familie zusammen den Islam, getragen von einer Überzeugung, lebt. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.